Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu The Sims 4, der Sex and the City Challenge. So, meine Lieben, wir müssen immer noch gucken, wie das hier mit dem Essen funktioniert. Ja, ich habe allerdings jetzt keine Lust, da etwas Scharfes zu bestellen. Ich meine, vielleicht gibt es ja auch mal etwas nicht so Scharfes, was man bestellen könnte. Deswegen reisen wir jetzt einfach nochmal woanders hin und gucken mal, ob da ein anderer Laden ist. Wenn das dann auch nicht reicht, dann reisen wir auf jeden Fall wieder nach Hause und dann versuche ich nämlich mal einen anderen Tipp, der mir geschrieben wurde, von wegen, dass ich einfach selbst kochen soll oder so. Und dann könnte ich das bewerten. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich funktioniert, aber ich kann es ja ausprobieren. So, mal schauen. Hier gibt es doch etwas. Hier, Hot Dogs zum Beispiel. Da könnten wir doch mal ausprobieren, ob das schmeckt. Negativ bewerten. Das ist normale Qualität. Vielleicht kann ich das immer nur negativ bewerten. Ich weiß es nicht. Ich kann ja hier jetzt auch mal was bestellen. Ein Dango zum Beispiel. Aber wir essen das natürlich nicht alles auf. Das wäre ja furchtbar. Ach, guck mal, hier ist unser Freund. So, mal gucken. Können wir das jetzt vielleicht mal positiv bewerten? Das ist auch nur normale Qualität. Nee, das bringt anscheinend auch nichts. Okay, dann reise ich erstmal nach Hause. Apropos zu Hause, ich habe ein wenig dekoriert, wie man schon sieht. Wir kommen so langsam in die Weihnachtslaune. Das heißt, überall bei meinen Sims wird dann jetzt so langsam die Weihnachtsdeko aufgehängt. Beziehungsweise angebracht oder wie auch immer. Und ja, bei Carrie habe ich schon angefangen. Deswegen hat sie ja auch kein Geld mehr. Da habe ich nämlich ultra viel Weihnachtsdeko hingestellt, wie man sieht. Also hier so einen Tannenbaum mitten in die Mitte. Und überall so Deko-Geschenke, die hier rumstehen. Und ja, dazu könnten wir jetzt hier noch die, was war denn das nochmal, Winterzauber anmachen. Hey, Moment mal, du solltest doch gar nicht schlafen. Moment mal, ich muss erstmal das verdorbene Essen aussortieren. Also ich habe hier natürlich im Hauptraum vor allem Weihnachtsdeko angebracht, wie man sieht. Also hier so Girlanden, hier unter dem Regal noch solche anderen Girlanden hier. Und dann hier an den Fensterscheiben so Schneeflöckchen. Und im Schlafzimmer habe ich allerdings die Schneeflocken noch übernommen. Und ja, hier in der Küche habe ich immerhin auch die Schneeflocken übernommen. Ansonsten habe ich jetzt hier in der Küche nichts hingehängt. So, jetzt will ich doch mal gucken. Also wie war das jetzt? Wenn ich jetzt was backe oder koche und das ist dann perfekt, dann könnte ich das bewerten. Ich bin mir ja noch nicht so sicher, ob das wirklich funktioniert. Also bisher kann ich noch nichts bewerten. Ist ja auch noch nicht fertig, ne? Ach Gott. Gut, dass ich einen Obstsalat mache. Negativ bewerten. Ich kann es immer nur negativ bewerten. Und das ist ausgezeichnet. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Merkwürdig. Haben wir was anderes da drin, was wir vielleicht positiv bewerten könnten? Ein Gericht nehmen. Negativ bewerten. Ach, ich weiß auch nicht. Anscheinend geht das alles nicht. Genau, stellt's da unten hin. Auch nur negativ bewerten. Tja, da bin ich immer noch überfragt. Es tut mir leid, dass ich da so überfragt bin, aber ich bin überfragt. So, okay, Moment, dann würde ich sagen, ja, genau, doch. Doch, 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 du kannst ruhig aufs Klo gehen. Entschuldigung, ich wollte dich da jetzt nicht unterbrechen. Und dann gehen wir halt einfach schlafen und dann haben wir Pech gehabt. Haben wir diese Aufgabe halt leider nicht geschafft. Das heißt, unser Chef wird mega enttäuscht sein von uns. Das war eine richtig schlechte Leistung. Aber ich habe keine Ahnung, wie das mit diesen Essen loben funktionieren soll. Also ich habe nur die Auswahl Essen negativ bewerten und das selbst bei ausgezeichneten Essen, was mich schon sehr verwundert. Naja, was will man machen, ne? So ist das. So ist das. Da hätte ich mal sauber machen müssen.
Oh Gott, nein. Ja, ich sag's ja, ich hätte. Oh Gott. Ich glaube, ich muss echt mal den Vermieter anrufen. Wow, was ist jetzt los? Oh, die Geekon ist wieder. Yeah! So, ich rufe jetzt erstmal auf jeden Fall den Vermieter an und beschwere mich mal bei dem, dass der doch mal bitte da was macht. 13 Uhr. Um 13 Uhr müssen wir arbeiten gehen. So, bist du denn schon ausgeschlafen oder nicht? Du stehst gar nicht auf. Steh mal auf und beschwer dich beim Vermieter, bitte. Oh Gott, hier ist ja alles schmutzig auf einmal. So, dann können wir das hier erstmal alles richtig säubern. Sehr gut. Tja, und wie ich dann ein Essen loben kann, weiß ich immer noch nicht. Aber naja, was will man machen? Ich habe keine Ahnung. So. Ah nee, der will nichts. Okay. Ich finde, die Wohnung sieht ganz hübsch aus, so mit dem ganzen Weihnachtskrempel-Deko-Zeugs. Muss ich ja wirklich mal gestehen. Hier auf dem Tisch habe ich dann noch hier so ein Weihnachtsding hingestellt. Das ist doch schön. Ja, da erschreckst du dich selbst auch, ne? Käfer habe ich hier, der Stromkasten ist kaputt, das Rohr ist immer noch am Lecken, ja, am Tropfen. So. Und alles ist irgendwie blöd. Hier können wir noch aufwischen. Und ich hoffe wirklich, sie macht da jetzt irgendwas, dass das mal aufhört. Das kann ja nicht gut sein hier. Guck. Schon wieder Strom. Jetzt geht sie einfach. Oh Mann. Katastrophe hier. Absolute Katastrophe. Und wie soll ich das machen mit dem Essen loben? Naja, egal. So, da sie ja eh schon wieder Hunger hat, würde ich sagen, gehen wir doch einfach zu Gikon und gucken dann mal hier unten, ob wir was finden. Wow, hier ist ganz schön was los. So, handeln? Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte schon Essen bestellen. Essen bestellen. Einen Hamburger bestellen wir mal. Aber das wird vermutlich auch nichts bringen, ne? Bei unserem Glück. Ach je. Es ist alles so anstrengend hier. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Vielleicht muss ich ja auch eher Essen bewerten oder so. Tortillas mit Soße. Das kann ich auch nur negativ bewerten. Ich verstehe es nicht. Dann kannst du den Hamburger behalten. So, und das können wir. Ja, der Chef ist nicht begeistert, ich weiß. Moment, wir machen natürlich wieder von zu Hause aus. Auch nur negativ bewerten. Ich verstehe das nicht. Zwei Gerichte oder Getränke in einem Restaurant bewerten. Steige ein Level in der Feinschmecker-Kochfähigkeit auf. Oh Mann, ich verstehe es nicht. Mit dem Bewerten, das ist echt verdammt schwierig. So, ich werde jetzt hier nicht bei der Gekong mitmachen. Das wollte ich nämlich eigentlich auch gar nicht. Was ist hier? Habe ich wieder was verpasst? Du hast gerade überraschend Besuch bekommen. Ihr könnt abhängen, Spaß haben, etwas plaudern, essen oder Liegestützen machen. Okay. Dann werde ich doch mal gucken. Was? Hier ist ja immer noch nichts gemacht. Wo ist meine dumme Vermieterin? Wieso macht die denn nichts? Oh Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Ich brech zusammen hier. Ich brech zusammen. So, ich werde jetzt, glaube ich, erstmal Feinschmecker-Dings da. Ja, ich brauche den Vermieter. Wo ist der Vermieter? Hallo? Ey, wenn die sich jetzt hier einen schönen Tag auf der Con macht, ja, dann gibt's aber Ärger. Nö, hier ist niemand. Nein, das ist auch nicht die Vermieterin. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Wo ist die Vermieterin hin? Warum kann ich das jetzt nicht mehr? Ach Mann, die rennt bestimmt noch irgendwo hier rum, ne? So, okay, jetzt gerade haben wir Licht. Wo ist denn Fein? Da. Gourmet. Mandelmakronen machen wir mal. Einzelportion. Das passt schon. Meine Güte, was ein Stress hier. Ach Mensch. Ich möchte jetzt endlich ein bisschen Winterzauber hören. Na, geht doch. Ein bisschen Weihnachtsstimmung.
So, wir haben die neue Feinschmecker-Fähigkeit erworben. Ja, das ist schön. Und hier ist schon wieder alles kaputt gegangen, ey. Wie soll ich denn so bitte schön meine Feinschmecker-Fähigkeit erwerben? Oder leveln, wenn das so nicht funktioniert. Makronen fortsetzen, bitte. Licht geht ja gleich wieder an. Solange kannst du einfach noch rühren oder so. Ja, ich weiß, es ist eklig, hier in der Küche zu hantieren. Aber ich glaube, ich muss das echt selbst machen hier. Ich versuche das jetzt selbst zu machen. Wird schon irgendwie gehen. Ich habe zwar keine Ahnung davon, aber sie kriegt das schon irgendwie hin. Ich habe jetzt irgendwie auch keine Lust mehr, ständig darauf zu warten, dass irgendeiner von den NPC-Sims kommt und das mal richtig macht. Sehr gut. Na, immerhin Makronen können wir machen, bis der Strom wieder ausfällt. So, Feinschmecker. Steigere ein Level der Feinschmecker-Kochfähigkeit. Du musst das nicht immer alles sofort essen, meine Liebe. Und ich kann es trotzdem nur negativ bewerten. Ja, okay, es ist ja auch schlecht. Also von daher, dass ich das dann negativ bewerten. Was? Jetzt stinkt es hier auch noch? Wo denn? Wahrscheinlich genau da, wo der Baum ist, ne? Och nö! Oh nö! Verdammt. Den Baum kann ich noch nicht mal umstellen für solche Sachen. Also wenn das jetzt wirklich da am Stinken ist, wo der Baum steht, dann haben wir aber ein Problem. Was macht sie denn da? Hör mal, so kriegst du das nicht repariert. Oh mein Gott. Was hat sie denn da jetzt gemacht? Ach du meine Güte. Habt ihr das gesehen? Sie hat einfach mit dem Spray da reingesprüht. So, was ist denn jetzt hier? Versucht das doch mal zu reparieren. Warum geht das nicht? Ich weiß es nicht. Du mach doch mal. Ja, hier, räum das mal weg. Komm, brauchst du nicht. Schmeiß es weg. So, und dann gehst du, glaube ich, erstmal duschen. Was auch immer da jetzt gerade passiert ist, sie ist auf einmal voll schmutzig und keiner weiß warum. Aber immerhin sind die Kakerlaken weg. Naja, vielleicht schafft sie es ja, das Ding zu reparieren, wenn sie wieder sauber ist. Oder auch nicht. Mal gucken. Und ansonsten müssen wir halt warten, bis ich den verdammten Vermieter wieder anrufen kann. Oh nein. Jetzt kommt. Oh, es ist Spieleabend. Wollt ihr mich verarschen? Es ist kein guter Zeitpunkt hier. Hier ist Land unter. Willst du wirklich hier in die Bude kommen? Hier ist wirklich sehr Land unter. Oh, sie träumt schon wieder von einem Baby. Das macht sie ja immer. Ja, Charlotte, was hältst du davon, wenn wir einfach zu dir gehen? Ach, Miranda auch noch. Oh nein, wenn jetzt noch Samantha kommt. Oh, Samantha auch. Okay, ja, ihr seht hier alle das absolute Übel. Es tut mir leid. Wisst ihr was? Wir könnten noch mal essen gehen. Aber wir haben kaum Geld. Aber trotzdem, no, wir haben halt kaum Geld, ne? Und wie lange brauchst du hier eigentlich zum Duschen? Naja. Wir können ja vielleicht doch mal eine Gruppe aufmachen. Eine Gruppe erstellen. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. Cotti. Alles klar. City natürlich. So, Beschreibung. Meine Mädels. So, dann gibt's das hier. Oder nee, hier Cocktails. Hihi. So. Und dann packen wir da rein. Miranda. Charlotte natürlich. Und Samantha. Perfekt. So, Anforderungen machen wir keine. Gruppenaktivitäten.
Tja, was machen wir als Gruppenaktivität? Keine Ahnung. Cocktails schlürfen eigentlich, aber Bargetränke mixen, nee, das würden sie ja dann selbst machen. Wellness. Das ist doch auch immer schön. So, Yoga machen wir auch. Da könnte ich auch mal die Orte für aufbauen. Dann könnten wir das wirklich mal machen. So, was noch? Unfug und Chaos. Draußen. Häusliche Aktivitäten. Säubern, Outfits anprobieren, Objekte reparieren. Naja, gut, ich denke, das reicht. Machen wir das erstmal so. Fertig. So, wir haben die Sex in the City Gruppe erstellt. Das ist wunderbar. Und jetzt gehe ich dann doch noch mit den Mädels essen. Ach, das geht ja gerade gar nicht, weil ja hier so eine Aktivität ist. Dann breche ich das mal ab. So. Und dann gehen wir noch essen, weil ich soll ja jetzt wirklich in einem Restaurant die Speisen bewerten. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, ob das funktioniert. Wo habe ich denn das Restaurant hingestellt? Hier. Da bin ich ja wirklich mal gespannt, ob das jetzt funktioniert. Ich nehme Miranda und so mal wieder mit. Oder nee, wisst ihr was? Wir gehen mal mit unserem Freund essen. Hier mit Akira gehen wir mal essen. Das ist doch auch mal was Schönes. Yeah, wir sind da. So, und jetzt um einen Tisch bitten und dann werden wir die Gerichte bewerten. Ich hoffe, das funktioniert. Zwei Gerichte oder Getränke in einem Restaurant bewerten. Das dürfte ja machbar sein, oder? Hoffentlich. So, mal gucken, wo ist unser Tisch? Muss er jetzt erstmal sitzen. So. Okay. Okay, dann wollen wir direkt mal gucken. Restaurant bewerten. Ich weiß nicht, ob das jetzt ist. Aber ich mache das erstmal, dass ich halt das Restaurant bewerten möchte. So, die kriegen das jetzt und den Salat. So. Und dann können wir uns natürlich hier noch ein bisschen mit ihm unterhalten, beziehungsweise einen Kuss hauchen zum Beispiel. Und ach Mensch, das ist doch alles so toll hier. Bewunderung ausdrücken und so weiter. So, ich will echt hoffen, dass das funktioniert. Ich besuche ein Restaurant oder eine Bar und klicke auf den Kellner, Barmixer oder Tisch, um zwei Gerichte oder Getränke zu bewerten. Restaurant bewerten. Naja, wie gesagt, ich kann auf jeden Fall nur das Restaurant bewerten. Ich hoffe, das zählt einfach dann dazu. Bin ich ja mal gespannt. Müsste ja dann eigentlich gleich kommen, das Essen. Hoffe ich. Und dann müssen wir schauen, endlich, dass unsere Sachen repariert werden zu Hause, Mensch. Und dass wir die Feinschmeckerfähigkeit leveln. Oder ich muss mir einfach ein Buch kaufen dafür. Das geht natürlich auch. Kaufe ich mir einfach ein Buch. Guck mal, hier habe ich noch eklige Fischtacos. Naja, ich glaube, ich kaufe mir wirklich einfach ein Buch. Das ist das Beste, was wir machen können. So, wo bleibt denn jetzt hier mein Essen? Naja, wir können ja ansonsten hier noch ein bisschen mit ihm quatschen. Nochmal ein Kompliment machen. So, jetzt aber. Das kann ich nicht bewerten, das kann ich auch nicht bewerten. Restaurant bewerten. Ich kann nur das Restaurant bewerten. Hä? Obwohl, guckt mal hier, wir haben jetzt eins von zwei, also wird das ja wohl richtig sein. Das heißt, ich muss das dann wahrscheinlich danach nochmal machen. Das kann gut sein und dann haben wir es. Es ist ein ganz schön teurer Beruf, muss ich ja mal wirklich sagen. Wenn ich jedes Mal dafür dann essen gehen muss, wahrscheinlich gehen deswegen die Restaurantkritiker immer alleine essen.
So. Das essen wir jetzt erstmal schön. Und dann müssen wir noch mal was bestellen. Ah, sie macht sich hier auch schon Notizen, wie sie es so findet. Wie findest du es? Es ist auf jeden Fall eine normale Qualität, also nichts Besonderes. Wahrscheinlich schreibt sie das auch rein, so in ihrem Bericht. Ja, normale Qualität, nichts Besonderes. Leider fehlte der Pep. schlechtes Getränk, sagt sie sogar. Das Getränk war furchtbar. Eine Kolumne zu diesem Thema wäre... kathartisch und würde... Manno, die Leser gut unterhalten. Oh, geschafft. So, okay, das heißt, jetzt kann ich nochmal Restaurantbewerten machen. Oh, nee, wir haben es geschafft. Dann brauche ich doch nicht. So, dann würde ich sagen, gehen wir wieder nach Hause. Du kriegst nochmal ein Küsschen. Oder wir laden ihn einfach mal ein, über Nacht zu bleiben oder so. Oder wir nehmen ihn erst mit nach Hause. Genau, so, wir gehen jetzt nach Hause. Die Rechnung wird ja auch so bezahlt. Von daher ist das schon okay. Und dann werden wir ihn fragen, ob er vielleicht über Nacht bleiben möchte. Genau, du kommst mal schön mit. Und dann fragen wir ihn, ob er über Nacht bleiben möchte. Und nebenbei kaufen wir uns schon mal das Buch für die Feinschmeckerfähigkeit, dass wir da ein bisschen lesen können. Das ist doch, denke ich, ganz gut. Hey, du bist gegangen, ohne deine Rechnung zu bezahlen. Schäme dich. So, einladen, über Nacht zu bleiben. Das mache ich mal. So, jetzt ist hier immer noch das Problem, dass wir den Vermieter, da müssen wir uns noch beschweren. So, und dann werde ich mir mal eben ein Buch kaufen für die Feinschmeckerfähigkeit. Da wir ja noch am Anfang sind, müsste das eigentlich auch mit dem ersten Band funktionieren. Gourmetküche ist das ja, ne? Was denn nun, Feinschmecker oder Gourmet? Ich glaube Gourmet, ne? Glaub schon. Feinschmecker so an sich gibt's ja nicht. Gut. So, wieso rennt unsere... Naja, ist ja auch egal. So, ein hippes Fresschen, das wollen wir doch mal lesen. Ja, wir können uns auch hier zusammen hinsetzen oder so. Hier hinsetzen. Ach, guck mal, sie kann trotzdem wischen. Sie wischt einfach unterm Baum. Sehr gut. Perfekt. Na, immerhin, das hat sie jetzt gemacht. Und sie muss auch noch pinkeln. Also unsere Carrie. So, und ich muss einen Cut machen. Wir sehen uns also in einem neuen Part wieder. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüssi.